Hallo ihr Lieben, hier ist der Schutzmann. Oh, wie ihr es vielleicht ein wenig an meiner Stimme erkennen könnt, wurde es gestern ein wenig spät, also bitte habt Nachsicht mit mir. Ja, Wukong, Le Fantastic, Amarok und ich, wir haben uns ein wenig durch die Weekend-Spieler gekämpft. Oh, da waren auch Runden mit dabei. Aber das Ding hier ist volle Länge, 20 Minuten Spielzeit. Die werden auch komplett ausgeschöpft von mir und Amarok. Ja, Le Fantastic, wilder Zerstörer, der Inbegriff von Geschwindigkeit und Gunpower. Wir gehen leider nur auf 6-4 auf. Das könnte jetzt, wo die U-Boote drin sind, wäre meiner Meinung nach 6-2 besser. Ne, wir haben 100. 39 mm Kanonen, 6 Sekunden Ladezeit, 2000 Höchstschaden auf der HE, 840 Meter die Sekunde, 10% Brandwahrscheinlichkeit, das ist sehr schön. 23 mm Pen, 13 km Reichweite und 105 Meter Streuung. Auf der AP machen wir 2,7. Wir haben ganz klassisch 8 km Torpedos, die aber sehr gut sind. Französische Torpedos sind sehr gut. Wir haben ohne Ende Wasserbomben, Höchstschaden 3,4. Schadensbegrenzungsteam, ein Hauptbatterie-Nachladebooster und 20% Motorboost. Shukako, Sergeant Magnum mochte uns. Ja, oh, Skill ist aktiv. Wenn wir offen sind, dann laden wir sogar noch schneller nach. Was soll ich sagen? Le Fantastic und Le Terrible. Von meinem Bauchgefühl her ist die Le Fantastic ein bisschen stabiler als die Le Terrible. Wenn ich die Wahl hätte zwischen Le Terrible und Le Fantastic, würde ich mich für die Le Fantastic entscheiden. U-Boot ist auch hier. Warum? Ja, also sie fühlt sich für mich stabiler an, ne? Weil die Ausfälle der Le Terrible sind schon. Oh, frisst jetzt noch ein Torpedo. Ja, verdammt. Unser U-Boot ist auch hier. Ich habe das Gefühl, dass die Le Terrible öfters Ausfälle hat als die. U-Boot hat alle beide Torpedos genommen. Zum Glück war er sättig dran. Die Le Fantastic hält einfach mehr aus als die Le Terrible. Gefühlt. Ich weiß die Werte jetzt nicht so aus dem Kopf. Aber ich mag die Le Fantastic. Gut, die Le Terrible ist auch schön. Aber oh, nochmal schön getroffen, das U-Boot. Sehr schön. Ich bearbeite die Danker. Der Shukaku-Spieler hat auch Bock gehabt auf uns beide. Muss man auch wirklich sagen. Amarok und ich haben uns auch sehr gut abgesprochen. Wir versuchen halt, weil hier ja auch noch ein DD ist, versuchen wir halt alles irgendwie ein bisschen von uns zu streuen. Wir sind einfach nicht nach vorne gekommen, weil uns in einer Tour der DD, der CV behakt hat. Das ist schwierig manchmal. Und der CV hat an uns beiden auch Narren gefressen. Wir haben hier noch eine Monarch und auch noch ein U-Boot. Die beiden werden auch noch sehr, sehr wichtig nachher. Oh, Helena hat die Mahan rausgenommen. Da ist der Zerstörer. Ich behake die Danker. Wir schießen drauf, ja. Das ist U-Boot. Jetzt muss man natürlich aufpassen. Eine Trento ist sehr gefährlich. Zack, ab in die Border. Ja, und dann wurde der Schaden minimiert. Ach ja, die gute alte Border. Ich mache halt Dauerfeuer auf die
Danke. Ich kann auch verstehen, dass die Monarch nicht so Bock hat, nach vorne zu fahren bei einem U-Boot, DD, CV und noch ein kleines Schlachtschiff hier. Oh, das war nichts. Und ich meine, in der Le Fantastique, sieben Flugzeuge abschießen, das ist schon was, ne? Also die Flak ist wirklich unterirdisch von den Dingen hier. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Ja, das haben wir sehr oft gehört an dem Tag. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Wir sind hier halt extrem unter Druck. Und versuchen irgendwie aus dieser Situation rauszukommen. Modo Boost läuft, also ran, da ist der DD. Amarok macht Kurvenfahrt, sein Großvater. Wir müssen ja jetzt erstmal irgendwie den DD oder das U-Boot wegbekommen. Mit der schnellen Kiste, wie mit der Le Fantastique, kannst du auch natürlich vielen Torpedos einfach wegfahren. Das ist sehr praktisch. Wir bearbeiten jetzt hier den DD. Ich habe auch noch mal leicht getroffen. Die Danker brennt runter. Ja. Die Mars ist weg. So, jetzt geht es erstmal langsam nach vorne. Ich habe schon Brandstifter. Auch schön. Schon wieder der CV. Der CV hat das hier wirklich auf uns abgesehen. Jetzt muss man natürlich mal wieder so klassisch. Der CV war die ganze Zeit bei uns und drüben nicht. Und trotzdem ist das Gegnerteam drüben einfach durchgepusht. Durch unsere Linien. Ja, Amarok hat sich erstmal zugehen lassen. Ich bearbeite die. Oh, wir werden schon angekippt. Stroh 43. Na. Amarok, der Snackkönig. Ne, war die Monarch. Wir suchen jetzt das U-Boot, damit ich und die Monarch durchdrücken können. 13 Flugzeuge mit der Le Fantastique. Und nicht noch ein Torpedo. Modo Boost ist leider nicht ready. Sehr schön. Da kommt eine Queen durch die Mitte. Ja, Amarok hat gesagt, er wird jetzt erstmal das U-Boot finishen. Ich fahre durch weiter Cap. Die Aventuri hat unseren CV rausgenommen. Und da ist er, Kollege. Jetzt wissen wir auch, warum der CV die ganze Zeit bei uns hier auf der Ecke war. Weiß der Geier, warum der uns entgegenfährt? Hier sind halt drei Top-Tier. Ne, vier Top-Tier-Schiffe. Ich fahre um die Insel rum. Wir sind entdeckt. Oh. Nee, das bringt nichts. Du bist zu dicht. Amarok hat aber eher Bock auf. AP rein, sehr schön. Jetzt sind wir. Jetzt sind wir absolut in der Unterzahl. Ich bearbeite die Shukaku mit. Zack.
Okay, du bist raus. Ja, ich habe auch noch mal einen gefressen. Und jetzt fahre ich Richtung unserem Cap. Amorok hat gesagt, dass er cappen will. Er pinkt noch mal wegen RPF. Also müssen wir jetzt erstmal in unseren Cap. Oben ist noch die Laventuri, die Solomon, die Mogami und die Kansas. Unsere Chahalot, oder wie das Ding heißt, kurft dort unten rum. Also geht's los. Chicago-Spieler macht das jetzt sehr gut. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum der einfach in vier Top-Tier-Schiffe gefahren ist mit seinem CV. Weiß nicht, ob er sich überschätzt hat oder so. Da ist die Queen. Amarok ist natürlich jetzt auf. Auch schon viel gesehen, aber 22 Flieger abschießen mit einer Le Fantastique empfinde ich schon als sehr gut. Ja, wir drücken jetzt einfach rein dort, oben in unseren Cap, den zu resetten. Unsere Charlotte fährt der Kansas entgegen. Flugzeugschaden. Fast 37.000. Ja, wir sind ja eh offen, also was soll passieren? Oh, die sind dagegen. Oh, und die Kansas hat unser U-Boot rausgenommen. Ach, schönen Dank auch. Ich muss ehrlich zugeben, ich war mit Amarok am Diskutieren. Ich fand es schade, dass das U-Boot nicht mit rangefahren ist zu den Gegner-Cap. Dann hätte man schneller cappen können. Oh, Gott sei Dank wurden wir nicht getroffen. Aber jetzt hält die Shukaku hier natürlich. Ja, mich hat das U-Boot rausgenommen. Das stand direkt vor mir. Also das heißt direkt, aber in dem guten Abstand. Oha, das war nochmal ein böser Hit. Hat er gut getroffen. Aber jetzt ist vorbei mit Fliegern. Aber 26 Flieger in einem französischen Tier 8 DD, das ist schon amtlich. Ich war sauer, dass mich das U-Boot da so rausgefischt hat. Ja, wir haben ein Schiff weniger. Da ist das U-Boot. Monarch und Solomon müssen jetzt regeln. U-Boot-Überwachung. Ja, das sollte jetzt klappen. 2 Minuten. Wo die Aventuri ist, das ist. Ja, Amarok muss raus. Kansas und Mogami drücken rein. Sieht wohl so aus, als ob die Mogami Hydro anhat. Hat der Kollege Hydro mit? Wir können mal gucken. Kann man das? Na, sieht man nicht. Motorboost rein. Du musst weg. Amarok, du gehst gleich auf. Ja, sehr schön. Oh, Secondary kommt. Monarch hat das Gegner-U-Boot rausgenommen. Sehr schön. Wir sind auch wieder zu.
Oh, Kansas auf 11 Kilometer. Die beiden oben kämpfen jetzt gegen die Laventuri. Oh, macht der Mogami-Spieler gut. Zumindest mal versuchen, irgendwie zu schießen. Es sieht aber nicht so aus, als ob er. Doch, anscheinend hat er Hydro an. Aber natürlich ist die Hydro irgendwann auch vorbei. Wir haben aber noch 5 Minuten. Punktetechnisch sieht es ganz gut aus jetzt für uns. Muss erstmal Abstand wieder gewinnen. Das ist ein sehr großer Vorteil, besonders ab dem Mid-Game oder Late-Game. Modo-Boost und die schnelle Reload-Time für die Torpedos. Bremst er sogar extra noch? Das sieht besser aus. Na, einer wird wohl treffen, was? Aber es sieht wohl so aus, als ob die Hydro jetzt aufgehört hat. Nee, doch nicht. Ach, verdammt, Alter. Ja, jetzt wird man hektisch, ne? Jetzt muss es schnell gehen. Oh, die Insel vor dir. Die beiden oben jagen die Aventuri. Das finde ich sehr gut. Hat die Aventuri keine Chance, wenn die Monarch das gut macht. Hä? Was war das für ein Schuss? Wo kam der denn her? Einmal breiten Fächer. Mogami hat kein RPF drauf. Der weiß nicht, wo jetzt was ist. Und ich als Kreuzerspieler mag diese Situation nicht. Der kann halt nur Rätsel raten jetzt. Und anhand der Torpedos, wo die herkommen, einschätzen, wo was kommt. Aber manchmal ist das so, ne? Also, du sollst jetzt. Jetzt macht Mogami einen Fehler. Die fährt einfach weg. Raus aus dem Cap. Da ist die Kansas. Die beiden oben jagen wie verrückt die Laventuri. Chino. Ach, 2 Minuten noch. Der Gegner hat den Punktevorsprung. Ich glaube, ja, endlich. Sie haben den Zerstörer rausgenommen. Kansas ist natürlich ein sehr langsames Schiff, hat aber einen guten Torpedoschutz. Oh, das war aber ein Leck. Mogami ist dort hinten. Müsste eigentlich gleich wieder zugehen. Ja, jetzt haben wir gerätselt. Punktetechnisch sind wir ziemlich gut ausgeglichen. Also müsste Amarok ja einfach nur noch mal in den Gegner-Cap fahren und ancappen und schon ticken die Punkte für uns. Es sind noch 1,50. Wir haben nur einen Punkt Vorsprung. 11. Ja. Noch nicht Torpen. Leider kein Motorboost mehr. Laut der letzten Position auf der Minimap ist die Kansas rausgedreht. Ja, fahren wir jetzt safe direkt rein oder nochmal um die Insel rum? Wir haben aber keine Zeit. Oh, RPF ist umgesprungen. Ja, rein in die Insel. Nicht hängen bleiben, nicht hängen bleiben. Das war ein kritischer Moment. Brauche ich nur jetzt mal, in einer Minute können noch sehr viele dumme Sachen passieren. Der Monarchspieler spekuliert sicherlich auf eine Krake. Ja, und jetzt holen wir auf. Die Gegnerpunkte werden geblockt und schon haben wir gewonnen. War wirklich auf Messerschneide.
und einfach mal kühl runtergespielt. Monarch hat, Monarch ist ja schon, die Mogami hat leider den Cap verlassen. Das war ein großer Fehler. Er dreht jetzt noch um, aber es ist zu spät. 9 Sekunden, ja. Man hört es ticken. Puh. Close Game. Ja, war eine schöne, ist nicht viel Damage, aber trotzdem war es eine spannende Runde. Und wollten wir euch nicht vorenthalten. Diesen Nervenkitzel zum Schluss. Vor allen Dingen, wenn man schon gespielt hat und irgendwie so dumme Loses hatte. Ach. Aber 26 Flieger abgeschossen in Allée Fantastique, das ist auch eine feine Sache. Ja, gab zwar nur 1400, aber hey, ist okay. Ne? Monarch, keine Ahnung, ob du schon viel gespielt hast, aber hast du gut gemacht. Und Philipp auch. Gehen wir mal den ausführlichen Bericht. Pff, 238.000. Alles klar, Leute. Das war Le Fantastique. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst euch nicht ärgern. Macht's gut. Tschüss.